So, liebe Freunde des selbstgebrauten Bieres und des frisch gegrillten Fleisches, heute zeige ich euch mal das neue Grillthermometer von Inkbird, welches sich Barbecue Go nennt und mit bis zu 6 Fühlern ausgerüstet werden kann. Das ganze Ding funktioniert per Bluetooth und ist wunderbar über Apps für das Apple-Ding und für die Androiden steuerbar. Ich pack das jetzt mal aus. Ich hatte natürlich vorher schon mal reingeguckt, deshalb sieht die Verpackung jetzt hier etwas chaotisch aus. Wir haben hier erstmal 2 Halter für den Grillrost. Das Gerät an sich noch schön mit Display-Schutzfolie. Das kann man hier so auseinandernehmen. Hier ist die Batterie drin, die ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Kleiner Abzug in der B-Note. Packen wir das ganze Ding mal weg. Das ist, sieht man jetzt hier so ein bisschen schlecht. Das Ganze ist so ein bisschen schräg gehalten, damit man die Temperaturen auch ganz gut ablesen kann. Es funktioniert ganz einfach. Als erstes versucht man irgendwie hier diese die 4 Fühler. Wie gesagt, es gibt bis zu 6. Kann man anschließen. Ich habe die Version mit 4 Fühlern zum Testen bekommen, weil sich mir der Sinn für 6 Fühler nicht in meinem privaten Umfeld nicht erschlossen hat. Mann, ist das hier ein Krempel. So, hier habt ihr die Anschlüsse. 1, 2, 3, 4 und dort hinten nochmal 2. 5 und 6. Ich hoffe, das kann man halbwegs erkennen. Und rein damit. Wir testen das jetzt einfach mal direkt mit allen Vieren. Was ich festgestellt habe, man sollte die Fühler reinstecken, bevor man das Gerät anschaltet. Weil wenn man später mehr Fühler hinzufügt, ist mir das Ding schon mal abgeschmiert. Das heißt, das war auch nur durch Batterie raus und wieder rein zu resetten. Fühler 3. Wo bin ich jetzt hier? Fühler 4 rein und durch kurzes Drücken auf diesen wunderschönen Knopf funktioniert nichts, passiert nichts, war ja klar. Wahrscheinlich muss ich 1, 2, 3 Sekunden auf den wunderschönen Knopf drücken. So, und jetzt seht ihr der Reihe nach hier, wie die einzelnen Fühler angesprochen werden. 1 bis 4. Ich halte das hier mal so ein bisschen höher in die Kamera. Und er zeigt erfreulicherweise bei allen 4 Fühlern die gleiche Temperatur an. Was man jetzt auch nicht unbedingt erwarten könnte, aber bei einem Gerät in der Preisklasse durchaus erwarten sollte. Nun nehmen wir einfach mal einen Becher mit kaltem Wasser, weil ich habe jetzt hier leider kein Pulled Pork oder ein Brisket, an dem ich das demonstrieren kann. Jetzt hängen wir hier eins. Sind das denn jetzt 4 hier? Ja, genau. 4 Stück rein und erstmal bei allen 4 Fühlern läuft die Sache. So, ich werde jetzt in der Zwischenzeit mal die App auf meinem Handy suchen, die ich mir dazu runtergeladen habe. Die dann per Bluetooth funktioniert. Jetzt fragt mich noch mal einer, wie das Ding hieß. Da, bam, bam. Barbecue Go, genau. Wie sollte sie auch anders heißen? Ich schalte das jetzt hier mal in die Kamera. Die App fragt direkt, ob mein Handy Bluetooth einschalten soll. Natürlich ja, bitte. Bluetooth an. Und wie ihr hier oben seht, ist die Verbindung hergestellt. Kein Wunder, das Gerät steht ja auch direkt darunter. Ihr könnt jetzt hier in der App sehen, alle 4 Fühler stehen auf exakt 20 Grad. Fühler 5 und 6 sind nicht angeschlossen. Kann er natürlich auch nichts anzeigen. So, dann das Schöne ist, man kann pro Fühler natürlich auch hier einen Timer setzen mit
additional Comments, wie der steckt in den Burgern, der steckt im Pork, der steckt im Brisket, was weiß ich. Hier unten kann ich den Timer löschen. Da unten kann ich ihn starten. Ich glaube, das muss ich nicht zeigen, das sollte wohl jeder hinbekommen. Hier, wichtig natürlich, der Temperaturalarm. Wo diverse Parameter voreingestellt sind. Hier oben sieht er Temperatur, Probe 1, das heißt Fühler 1, Beef, 49 Grad, Rare. Das kann ich dann auch noch umschalten, Rare, Medium, je nachdem wie ihr das wollt. Wir gehen jetzt mal auf Medium Rare, zeigt er mir 54 Grad an. Ich kann das Ganze natürlich auch, wenn ich mit diesen, hier gibt es jede Menge Voreinstellungen, Rind, Wiel, wahrscheinlich Schaf, Lamm, Schwein, Huhn, Truthahn, Fisch, Hamburger, Smoken, Hot Smoke, Cold Smoke. Hier unten kann ich mir, wenn ich möchte, beliebige weitere hinzufügen mit maximal Temperaturalarm oder ich kann auch eine bestimmte einen Temperaturbereich eingeben, den ich gerne halten möchte. Hier oben kann ich dann zum Beispiel Beef Medium Rare. Wenn mir 54 Grad nicht passt, kann ich das jederzeit hier ändern. Reset to Original. Zumachen. Kommen wir wieder zurück. Das Ganze ist eigentlich relativ easy und idiotensicher. Haben die Jungs gut gemacht. Was jetzt allerdings ein wenig funny ist, More kann ich mir hier Thermometer, Temperaturunit, Celsius, Grad Fahrenheit einstellen. Connection Notification, das ist hier vorne, dieses Ding hier. Je weiter ihr euch entfernt, weil das Ganze läuft ja über Bluetooth, dann könnt ihr sehen, wie diese die kleinen Klammern hier langsam weniger werden, wie beim Wi-Fi-Netzwerk. Und irgendwann reißt, wenn die Verbindung abreißt, kriegt ihr eine Mitteilung, die Verbindung ist abgerissen und wenn sie wieder, wird aber automatisch auch wieder hergestellt. Gehen wir nochmal in die Einstellungen, Thermometer, Intervall, 10 Minuten, Alarm, da kann man jetzt noch auswählen, Alarm, ob das jetzt der Klingelton ist, mit Klingelton, ohne Klingelton, mit Vibration. Ohne Vibration. Jetzt kommen wir eigentlich an, Triggered Alarms. Genau, da ist dann drin, wenn ihr, da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen, welche Alarme ihr auf welchem Fühler eingestellt habt. Jetzt kommt aber das wirklich Einzige, was ich wirklich sagen muss, was sehr lustig ist, aber eigentlich weniger schön. Ich kann die Sprache ändern. Ist ja eigentlich mal eine gute Sache, ne? Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch. So, ich kann jetzt mal auf Deutsch gehen. Hier passiert jetzt noch nicht so viel. Jetzt stelle ich hier mal mein Dings ein. Gehe auf Rindfleisch. Und vielleicht sieht es ja der eine oder andere schon. Na toll, jetzt kommt eine WhatsApp rein. Mein Fleisch ist jetzt nicht mehr rare, sondern selten. Ist selten, medium, mittel, mittelgut oder gut gemacht. Das heißt, die Jungs aus China haben einfach die englischen Begriffe, die ja, ich glaube mal, international sind, einfach durch den Google Translator gejagt. Ne? Und wenn man das, die Voreinstellungen auf Deutsch drinne lässt, das ist wirklich, wirklich, ich sag mal, nicht zu empfehlen. Das macht dann einfach keinen Spaß. Ne? Also Sonde 1 passt, ne? Aber alles... Die meisten anderen Dinger sind hier eigentlich relativ dämlich. Ne? Minute, Sekunde. Sekunde heißt hier nicht Sekunde, sondern zweite. Gut. Muss man wissen. Aber ich denke mir, in den Einstellungen stelle ich es mir wieder auf Englisch. Weil damit sollte eigentlich soweit jeder klarkommen. So, ich werde jetzt gleich mal die
Anzeigen sind immer noch alle schön auf 20 Grad. Keiner weicht von der anderen ab. Ich werde jetzt gleich mal ein bisschen Wasser zum Kochen bringen und mal schauen, ob das Thermometer dann auch 100 Grad anzeigt oder wie hoch die Abweichung ist. Was ich sowieso noch mal ausprobieren wollte, ich sagte ja zu Eingang, dass es mir abgeschmiert ist, als ich hier den Temperaturfühler mal rausgenommen habe. Ich probiere das jetzt einfach noch mal. Ich nehme mal zwei Temperaturfühler raus, während das Gerät an ist. Noch funktioniert es ganz normal. Jetzt stecke ich die Fühler mal wieder rein. Nö, wird Fühler 2 ganz klar erkannt. Fühler 1. Mal gucken. Ja. Ist auch da. Nehmen wir sie alle mal in die Hand und gucken. Die Temperatur überschritten. Jetzt gibt es wieder einen Alarm. Ausschalten. Ne, funktioniert hervorragend. Also wie gesagt, den eingangs erwähnten Fehler kann ich jetzt nicht reproduzieren. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Ich würde sagen, alles in allem okay. Oh, wir sind jetzt hier fleißig am Aufheizen und wie ihr seht, haben wir im Moment Unterschiede in den Fühlern. Bei Fühler 1 sind wir bei 88 und bei den anderen bei 83 bis 82 Grad. Kann natürlich sein, dass das jetzt hier, weiß ich nicht, an der Schichtung im Wasser oder irgendwie was liegt. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis wohin die Temperaturen steigen, wenn wir kochen. Eins noch hier zu der App an sich. Also ich kann jetzt auch einfach so mein Telefon mal ausmachen, mache es wieder an und die liegt halt immer noch im Vordergrund. Ich kann die App auch hier mal einfach mal ein bisschen durchwechseln oder was anderes starten und komme aber jederzeit wieder zurück, ohne dass mir hier großartig irgendwelche Informationen verloren gehen. So, jetzt nähern wir uns langsam dem Kochvorgang. Will ich schon mal nicht hoffen, dass mir hierbei die Kameralinse beschlägt, weil das natürlich aufgrund des riesigen Weitwinkels von den GoPros hier so relativ dicht dran ist. Und theoretisch müssten sich dann auch alle vier Fühler irgendwo bei einer gleichzeitigen Temperatur zusammen, bei einer gemeinsamen Temperatur zusammenfinden. Denn wärmer als 100 Grad kann kochendes Wasser ja nun mal nicht werden. Es sei denn, man ist im Hochgebirge, da ist es kühler, aber ich bin hier in der Kölner Gegend zu Hause und wir sind hier so nicht so arg hoch. Jetzt lassen wir mal gucken, wo wir sind. Fühler 1, 100. 99, 98, 98, die Differenzen werden geringer. Schauen wir mal. Ich würde sagen, das könnte man jetzt schon als Kochen bezeichnen. Ja, jetzt kocht es sprudelnd. Und was soll ich sagen, ne? Test bestanden, würde ich sagen. 100, 100. Ja. Dem ist wohl nichts weiter hinzuzufügen. Jetzt sind wir beim Fühler 2 auch auf 100 Grad. Fühler 3, 100 Grad, steigt doch nicht weiter. Wir warten noch auf Fühler 4, weil ich sehe, der Eier hängt hier nicht so ein bisschen, hängt hier so ein bisschen blöd in der Gegend rum. Aber ich glaube, 1 Grad
kann man sich da beim Grillen auch bald schenken. Zumal wir hier in Temperaturbereichen sind. Jetzt haben wir überall exakt 100 Grad. Ja, besser geht es nicht. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Test ein wenig gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie unten in die Kommentare, wie ihr das schon von den anderen YouTube-Channels so kennt. Und bis denn, euer Bodo.